Moin moin, Freunde der Sonne und willkommen zurück in Anno 2205. Ja, und in dieser Episode haben wir ein relativ einfaches Ziel. Wir werden endlich Usoyev, beziehungsweise hier Luka Volodin, wir werden ihn endlich aus dem Geschäft drängen und dann werden wir endlich auch ein bisschen Ruhe bei den Auktionen haben, weil ja dann nur noch Eleanor da ist. Und in der Zwischenzeit, während wir auf mehr Einfluss warten, um dieses kleine Kunststück vollziehen zu können, werden wir hier in den Warner-Ebenen weiterarbeiten. Und dadurch dann halt auch das Aerogel freischalten, welches wir benötigen, um Schwerindustrie boosten zu können. Ja, das heißt also, in dieser Episode wird nicht besonders viel los sein. Halt der typische Ausbau, Questfortschritt etc. und halt ein bisschen Konkurrenzkampf. Und großartig zu erzählen habe ich auch nicht viel. Das heißt, es wird eine sehr, sehr entspannte und ruhige Episode. Auch wenn natürlich Adam jetzt der Meinung ist, unbedingt sich melden zu müssen. Aber gut. So, und vielleicht werden wir auch mal anfangen, hier die Field Researchers, die mal ein bisschen glücklich zu machen. Also, sie wollen halt Allwetterparkers. Okay, was brauchen wir denn dafür? Wolle und Flachs. Ich verstehe. Und für Wolle brauchen wir Moos und Wasser. Na, wir haben Moos und wir haben Wasser. Also, auch das wird tatsächlich kein großes Problem. Wir warten hier aber mit der Produktion, bis wir tatsächlich diese Quest hier abgeschlossen haben, weil wir wollen ja nicht riskieren, die nochmal von vorne anfangen zu müssen, weil wir nicht mehr genügend Energie haben, um die Bilanz aufrechtzuerhalten. Aber ansonsten hat sich doch hier unsere kleine Feldstadt doch hervorragend entwickelt. It's the Arctic. How comfy can it... Ja, wobei wir hier natürlich noch sehr weit vom Hochsicherheitslabor entfernt sind, aber wir kriegen das schon alles hin. Gegebenenfalls müssen wir auch noch ein paar weitere Häuser errichten, aber auch das sollte uns nicht vor ultimative Schwierigkeiten stellen. Na komm, eine Minute noch, dann ist die Quest fertig. Immerhin haben wir hier schon alle Sümpfe entsorgt. Insofern... Um Baufläche müssen wir uns ja keine allzu großen Sorgen mehr machen. So, was haben wir denn hier eigentlich questtechnisch? Einfluss, 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 Einfluss. Full speed ahead. Perfect. Now I can take it from here. All right, we've got the green light. We're... Hold on. I'm getting an emergency call. Okay, hit the activation button. We've got no time to lose. Our team just found a mutated virus strain. Ropes are fixed. Ja, ja, das mutierte Virus muss jetzt ein bisschen warten. Sind das hier eigentlich Reflexionen oder ist das Schnee? Ah, es ist Schnee. Schade, ich hatte so ein bisschen gehofft, es wären auch Lichtreflexionen auf dem glatten Stein. Na gut, ich würde sagen, in der Zwischenzeit leiern wir meine Auktion an. We've been detected. You know, this outcome could have been prevented. Wie jetzt? Da gab's noch Feinde? Sorry. Okay, hätte ich mal ein bisschen besser darauf geachtet. Important export are the Alpha and... Na egal, wir sichern uns trotzdem den einen Share. Underway. What could we have done? Good. The nuclear reactor is stable and the doors are operational. The team is collecting samples as we speak. I've got news on the virus. You'd better get over here. Just as I suspected, it's sprawl fever. A formerly extinct disease with a high mortality rate. I'll need more live samples to study the mutations. So, und offenbar können wir jetzt auch hier am Mehrgebäuden den Funnel errichten. Ist natürlich cool. Aber ich glaube, da gibt es erstmal Wichtigeres. Also, wir müssen jetzt 6-mal verseuchtes Wildleben finden.
Ist jetzt natürlich die Frage, wo? Und Wetter- und Lichtverhältnisse sind hier leider auch nicht unbedingt hilfreich. Na komm. Ich will, dass es hell wird. Na bitte, das ist doch gleich mal viel, viel besser. Wobei hier eventuell es aussinnig wäre, das Wetter zu ändern, aber dafür müssten wir extra die Region wechseln, weil nach wie vor Dinge sind nicht von außerhalb anwählbar, was natürlich so ein bisschen dezent kacke ist. Und ich hasse ja solche Suchquests. Wobei in Anno 1404 waren sie ja schlimmer. Ja, vielleicht wäre es sogar ganz sinnig, wenn ich mal meine Brille aufsetze. Aber dazu bin ich jetzt irgendwie zu faul. So, die infizierten Tiere sind immer in der Nähe von einem See, wie es scheint. Ja, sag mal. Ah, hier. Ich dachte schon, ich wäre blind. Damn. Field researchers just reported the onset of symptoms. Hurry up. You need to relocate them now. Yay, noch eine Suchquest. Also zweimal derselbe Questtyp hintereinander ist schon so ein bisschen kacke. Also etwas sollte wenn möglich nicht passieren. Aber gut. Jetzt ist Anno 2205 auch nicht dafür bekannt, unbedingt die besten Quests der Welt zu haben. Und wir machen jetzt hier mal einen Regionswechsel, weil ich habe vor, mich hier tatsächlich mit Geld zu verteidigen. So, und jetzt entscheidet wieder die Hardware-Leistung. Na komm, na komm. Space Shuttle Docking. Welcome to Nix. My friend, we have a deal. Schließlich muss ich ja meinen Einfluss verteidigen. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis er wieder mit einer neuen Auktion angeschissen kommt. What could we have done? I've told you before, without my clearance, no one's... Ja, ja, hier, Klappe. Ich mache hier jetzt diese billige Suchquest für dich, weil du offenbar unfähig bist, Scanner einzusetzen. Oder deinen Leuten irgendeinen Tracker im Arm oder Arsch zu platzieren. So, und jetzt brauchen wir wieder nur noch ein Research Camp. Und da haben wir es. Perfect, now I can take it from here. I'm in the middle of engineering a vaccine, but in the meantime, we need to boost our patients' immune systems. The Arctic Custodian Maid Branch has been informed. So, das ist jetzt natürlich praktisch, weil wir müssen ja so oder so langsam anfangen, Antibiotika zu produzieren, also im größeren Maße. Das heißt also, wir sollten mal in Arkia Flows zurückkehren. Oder, nee, ins Kingite Protektorat, das klingt gut. Oder gehen wir doch zurück in die Sarvik-Provinz. Hätte beides so ihren Reiz, aber erstmal schauen wir, ob wir hier noch ein bisschen Geld machen können. Not a word about this place, right? Hope I can get it past the orbital watch. Ja, ich würde sagen, wir sind finanziell jetzt erstmal safe. So, und ja, wir schauen erstmal in der Sarvik-Provinz, was wir da machen können, ob wir da noch genügend freie Küstenbauplätze haben, um Korallen abzubauen. Wünschenswert wäre es, mal abgesehen davon, dass wir doch eh einen kleinen Produktionsbonus kriegen.
Glaube ich zumindest. Korallen gelten doch als Agrikultur, oder? Wenn ich hier schon zu externen Dingen expandieren musste, ist das kein gutes Zeichen. Obwohl, wir haben hier noch... Also, schauen wir mal. Consumer analyses show unfulfilled demand for specific commodities. Jetzt kriegt man hier leider nicht so viel raus, wie ich gerne hätte. Okay, brauchen wir überhaupt den Faktor 1 zu 1? Ja, leider schon. Das heißt also, auch hier wird es relativ teuer zu expandieren. Alright, let's see what I can do. So, also müssen wir schauen, wo kriegen wir gleich direkt viel freigeschaltet? Ja, nehmen wir den hier unten. Das wird hier unsere Drogenproduktion. So, hier können wir jetzt auch noch etwas Molybdenum loswerden. So, unsere Raumstation hätte gerne 50 Korallen. Okay, hier gibt es wieder eine Einflussquest. Sorry, aber die hat Vorrang tatsächlich. Good thinking. Another Arctic branch office will certainly prove useful. Underway. So, in der Zwischenzeit machen wir mal den hier. I shall look into it. Gut, da wären wir schon mal bei 17, so ungefähr 60 wären praktisch. Roger. Na, wie gut, dass wir inzwischen relativ gute Produktionsboni haben. Ropes are fit. Coordinates confirmed. So, ich hoffe, wir werden hier auch nicht von irgendwelchen Gegnern verfolgt oder angegriffen. Was ist eigentlich das hier? Ach, eines unserer Gebäude. Stimmt ja, der registriert ja auch, wenn wir auf dem Wasser Dinge gebaut haben. So, und bis dahin. Na, du brauchst noch 2 Minuten. So, und wir können dann ja tatsächlich dann auch die Auktion in Angriff nehmen. Dann ist Woladin tatsächlich in ein paar Minuten entfernt. Da haben wir dieses Etappenziel erreicht. Und wir können uns voll und ganz der Pharma-Produktion hingeben. Yay! You did a very capable job. Gut, damit wäre das geklärt. Never give up. There's always tomorrow. So, ich denke, damit ist die Sache safe und er ist raus aus dem Rennen. Alles andere würde mich dann doch etwas sehr verwundern. I expected nothing less of you. Enjoy your success. People should do that. Ich finde es immer wieder lustig, wie sich die Gegner freuen, wenn man sie besiegt. Also offenbar äußerst sportliches Verhalten. Dennoch möchte ich schon sagen, das ist ein bisschen unrealistisch.
Okay, es geht eigentlich. Dadurch, dass wir ja diese Produktionsboni haben, ich meine, wir kriegen ja hier 25% zusätzlich. Das macht sich schon deutlich bemerkbar, tatsächlich. So, das heißt also, wir könnten tatsächlich in der Lage sein, hier schon ein bisschen was zu erreichen. Ach, das zählt noch nicht, weil es hinterm Eis liegt, offenbar. Okay, gut zu wissen. Das heißt also, hier müssen wir tatsächlich jetzt noch ein paar Minuten warten. Das ist bedauerlich. Und zwar sehr. Please keep it in mind. I shall look in. Aber gut, auch das kriegen wir tatsächlich hin. So, können wir uns hier die Chair for Simon irgendwann zurückholen? Und mit irgendwann meine ich tatsächlich relativ zeitnah, damit wir wieder unseren Agrikulturbonus kriegen. Space Shuttle Docking. Na, ist ja hier. 5% haben oder nicht haben, beziehungsweise 7%, wenn die Auktion durch ist. This day is getting better by the minute. Übrigens, was ist eigentlich die Quest hier? Ach, Qubit-Prozessoren. Ja gut, die wollen wir nicht. So, was war hier nochmal die Quest? Ach, damit sind wir durch. Sehr schön, das geht also auch. Da können wir auch da wieder ein paar Geheimlabore auch wieder entfernen. Weil die Dinger ja einfach nur teuer sind. Meine Talente liegen in einem anderen Feld, aber vielleicht kannst du besser. Supercoolants. Okay, das kriegen wir doch sicher hin. Ja, wir produzieren ein bisschen viel davon. Transfer route beginning operation. Wow, look who came in out of the good stuff. I'll take it. Attention. Under provision of specific consumer goods detected. So, und haben wir hier eigentlich noch Küstenslots? Away from the poles, people always talk about our endless winters, but we've got endless summers too. Na, hier könnte man theoretisch noch zwei Betriebe anschließen. Machen wir das doch einfach mal. Sehr gut, sehr gut. So, und hier gibt es eine Quest. Aber sie gibt einem keinen Einfluss und damit ist sie mir schon wieder herzlichst scheißegal. So, damit sparen wir jetzt auch hier wieder ein klein wenig Strom. So, schauen wir mal. Wir sollten auf jeden Fall in der Lage sein, diese Menge an Betrieben zu versorgen. Yep, kriegen wir hin. Und deswegen steigt jetzt auch die Zahl unserer Arbeitskräfte. Sauber! Okay, das ist ja schon mal sehr schön. Jetzt ist die Frage, wie viele Superkühlungslösungen da haben wir hier? Genug. Okay, das heißt, wir können jetzt hier diese Handelsroute wieder auflösen. Und können jetzt mal eben die Kühlungslösungen da abholen. Und dann dürfte der Climate Stabilizer ja auch bald durch sein. Oh, ein Space Shuttle. Okay, schauen wir mal. You did great. My talents lie in a different field.
Okay, jetzt brauchen wir eine verbesserte Energiebilanz. Auch das sollte uns nicht vor allergrößte Schwierigkeiten stellen. Insofern wir noch irgendwo einen Bergbauslot auftreiben können, wie zum Beispiel hier. Sehr schön. Ja gut, damit schaffen wir auch diese Quest hier ohne Probleme. Zack, und damit kann das jetzt auch ein bisschen dauern. Aber wir schauen mal, ob wir auf dem Mond wieder ein bisschen mehr Geld kriegen können. Und dann dürften hier die Pumpen auch bald fertig sein. Ja doch, ich denke, wir kriegen hier einiges heute hin. Ich hoffe, niemand folgt dir. Es ist schwer, diese Dinge zu bekommen. So, und in einer Minute kommen ja hier schon die nächsten Angebote. Was ist eigentlich hier die nächste Quest? Ach, Microchips, stimmt ja. Dazu war ich dann doch ein bisschen zu faul. So, Weltraumtourismus auf dem Mond. Ich bin mir sehr sicher, dass wir Weltraumtourismus in einer größeren Form, als wir es jetzt bereits haben, noch erleben werden. Under provision of specific consumer goods detected. Da bin ich mir sehr sicher. Na, schauen wir erstmal, was aus der Mars-Kolonie wird, die Elon Musk hier aufbauen will. Das allein schon wird ja eine sehr interessante Challenge. Ja, da kann ich gleich sagen, das gesamte Colony-Team beobachtet es natürlich mit Spannung und hat sich da auch stellenweise in Studien eingelesen und so weiter. Eben damit wir für Colony richtig vorlegen können. Und das hier war perfekt. Vielen Dank, meine Liebe, für den Sauerstoffhandel. So, machen wir mal eben den hier. Schauen wir mal, ob sie mit ihrer finanziellen Situation daran interessiert ist, dort so viel hineinzusetzen. Ich habe nämlich so ein bisschen meine Zweifel. Und da hätten wir 3,4 Millionen zur Verteidigung. Und zack, damit kriegen wir auch wieder mehr. Ich finde es auch spannend zu sehen, wie die Schatten wandern, weil sich die Sonne bewegt. Beziehungsweise die bewegen sich ja nur sehr, sehr langsam. Was? Disabled due to ongoing calamity? Wo ist denn hier bitte eine Katastrophe? Spiel, bist du betrunken? Machst nämlich so ein bisschen Eindruck auf mich. Wie läuft eigentlich hier die Forschung? Wir sollten ja bald die weiteren Module haben. Ja, haben wir bald. In 12 Minuten können wir einen weiteren bauen. Und die erste Pumpe ist durch. Sauber. Aber wir kriegen ja so oder so bereits ein bisschen mehr Korallen. Insofern passt das alles. Ja, ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie gut das alles läuft, sobald man halt den Aktienmarkt unter Kontrolle hat. Also die Boni, die wirken sich halt echt aus. Ja genau, weil ich auch ein weiteres Branch Office errichtet habe, Sam. Space Shuttle Docking. So, kann man hier die Kosten reduzieren? Ja. Wobei 600 schon so ein bisschen verschwindend gering sind im Vergleich zu allem, was wir sonst haben. Haben wir es eigentlich bei anderen Sachen gemacht? Nein. Also können wir hier ganz leicht noch ein paar tausend einsparen. Und es sollte sich relativ bald wieder rentieren.
Gut, damit sollte das jetzt erstmal passen. Und ja, wir haben eindeutig mehr als genug Korallen zur Verfügung. Okay, und zack. Und damit hätten wir jetzt hier auch unsere Antibiotika-Produktion. Die gar nicht mal so sexy aussieht. Ich vermute mal, auf maximalen Grafikdetails sieht das Ganze besser aus. Ah gut, dann errichten wir jetzt mal die Handelsroute. Hä, ich hab... ganz vergesse, wir brauchen tatsächlich mehr. Transfer Route. Das ist, das finde ich ja jetzt schon so ein bisschen kacke. okay, sehr schön. Wir können hier wenigstens noch weitere Küstenbauplätze in Beschlag nehmen. Da habe ich die nötigen Produktionskapazitäten echt ein bisschen unterschätzt, würde ich sagen. Aber so weit kommst du auch, dass das für uns ein Risiko darstellt. So, ich glaube, ich muss auch so ein bisschen mit dem Metallschaum aufpassen. Weil wir kriegen auch nichts, wir haben auch nichts davon, wenn der uns ausgeht. Gut, damit kriegen wir jetzt auch auf der Seite Antibiotika hergestellt, und zwar einige. Reviewing Transfer Route. Transfer Route registered. So, damit wäre das geklärt. Und ich denke, während hier die Quest läuft, können wir uns dann jetzt auch anfangen, hier diese Allwetterjacken zu produzieren, die ja die Leute hier unbedingt haben wollen. Ne, offenbar sind sie ja der letzte modische Schrei. All systems running smoothly. Ja, und in ein paar Minuten ist die Episode ja auch schon wieder vorbei. Na, Leute. Yes? Seid ihr hier zufrieden, weil ihr jetzt Stimulanzien kriegt? Ihr kleinen drogenschluckenden Penner. So, also, wir brauchen Flachs und Wolle. Für Wolle brauchen wir Moos und Wasser. Das heißt, also die ganzen Grundzutaten, die produzieren wir bereits. Und Flachs braucht ja keine Grundzutaten. Insofern sollte es alles passen. So, damit hätten wir jetzt hier unsere Ochsenfarm. Und wie erwartet, können wir es ohne Probleme aushalten. So, als nächstes werden jetzt hier unsere Flachsfarmen. Die kennen wir ja schon. So, und hier ist mal wieder ein recyceltes Gebäude. Es sieht lustigerweise genauso aus wie die Intelliware Production. Was für ein Zufall! Battle stations. Block them. Don't let anyone escape. Was? Die schnappen sich Intelliware einen Cup am Bar? Das finde ich ja jetzt schon so ein klein wenig unsexy. Da fühle ich mich ja glatt gezwungen einzugreifen. So,
So, damit hätten wir jetzt auch hier eindeutig mehr Arbeitskräfte. Sehr schön. Das nächste, was sie brauchen, sind Quantum Computer und Medibots. So, Quantum Computer können wir gleich direkt per Handelsroute abklären. Hoffe ich. Ja, können wir. Gut, wir wollen hier ein kleines bisschen mehr rüberschicken. Transfer route beginning operation. Ah, someone takes interest in my private research. Gut, wie viele Field Researcher haben wir hier überhaupt? 4300, na gut, die Zahl muss definitiv noch steigen, wenn wir die Geheimlabore freischalten wollen. So, jetzt ist natürlich die Frage nach den Medibots. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Nanochips. Kriegen wir hin, davon haben wir tatsächlich genug. Das heißt also, für uns jetzt spannend wären Algen, aber Algen dürften wir tatsächlich sogar schon produzieren, ja. Tun wir, weil sie ein Abfallprodukt unserer Entsalzungsstation sind. Heißt also, wir produzieren hier mal eben ein paar Synthsets. Och, hallo liebe Androidenproduktion, lange nicht mehr gesehen, was? Gut, jetzt brauchen wir natürlich weiteren Strom. Aber da wir ja noch so viel Gas haben, ist natürlich ein solches Gaskraftwerk für uns kein Problem. Und damit wäre auch das abgeklärt. Und wo ist die Zahl der Field Researchers jetzt? Bei etwas über 5300. Okay. Also nicht so weit, wie ich es gerne hätte. Das ist natürlich mau. Müssen wir natürlich schauen, ob wir nicht unsere Produktion irgendwo umsetzen können. Sollte aber eigentlich alles kein Hit sein. Das heißt also hier die Moosproduktion, die können wir ja theoretisch hier hinsetzen. Das hier verschieben wir hier rüber. Das bisschen Windenergie können wir auch irgendwo anders unterbringen. Zack. Damit wäre das geklärt. So, und ich vermute mal, wir werden gleich für etwas mehr Community sorgen müssen, dass das Ganze nicht ausgeht. Und wo haben wir es? Wir haben es hier drüben. Ist ja ein öffentliches Gebäude. Damit hätten wir dann das. Und ich denke, mit dieser kleinen Expansionswelle sollten wir tatsächlich in der Lage sein, das alles voll zu kriegen. Also die 7.500. Soweit zumindest die Theorie und die Hoffnung. Kann natürlich sein, dass ich mich da auch komplett drin getäuscht habe. Aber ich halte es zumindest für unwahrscheinlich. So, jetzt haben wir natürlich mit abgepacktem Fisch so unsere Schwierigkeiten. Aber auch hier können wir ja zum Glück die Zahl der Leute, die Zahl der Waren einfach erhöhen. So, Vitamindrinks haben sie genug, Smart Drones haben sie genug. Yes,
Okay, also hier sollte es keine Probleme geben. Und ja, wir knacken die 7.500. Oh, sorry, engrossed in thought. So, wehe, ihr Penner schafft die 7.500 nicht. Dann werde ich stinkig. Na komm, noch 50 weitere. Und dann machen wir uns erstmal kurz auf den Weg zur Raumstation. You gotta be shitting me. Okay, es hat natürlich nicht gereicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber, na gut. Auch das kriegen wir natürlich hin. New blueprints ready for implementation. All right. Elena, fick dich. So. Gut, und wollen wir hier die Katastrophe machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür sind wir uns ein bisschen zu eitel. Ah ja, wir dürften jetzt genügend Field Researcher haben. Genau. Sehr schön. Dann können wir jetzt zur Kebab Corp Orbital Station rüber. Well now, here's some good company. You didn't come all this way just to... Gut, damit hätten wir jetzt hier ein bisschen mehr Expertise als vorher. So you need me for a status report. Und das hier brauchen wir nicht. Warning, warning, attention. Research goods missing. Das hier brauchen wir nicht. Das hier ebenfalls nicht. Transfer route suffers from inadequate supply of goods. Das hier auch nicht und das hier auch nicht. So, so wird ein Schuh draus. Und... Warte mal, genau, was kriegen wir hier sonst? Ah ja, okay, Methanextraktoren produzieren ebenfalls Deuterium. Wir müssen jetzt natürlich auf den Mond schauen, dass wir noch genügend Eis haben. Weil ich habe das Gefühl, dass uns das ausgehen könnte jetzt. Wie viel Eis fressen die? Wow, und ich dachte, es wäre eine lohnende Forschung. Alter Schwede. 88 Eis. Ich meine, es ist ja natürlich eine magische Zahl für uns Deutschen. Hahaha. Ja, vor allem mit unserer Historie. Na gut, auf der anderen Seite produzieren wir natürlich gar nicht mal so wenig Eis in so einer Anlage. Attention. Under provision of specific consumer goods detected. So. Machen wir das hier. Und dann haben wir jetzt auch genug Eis. Und ich denke, wir können das auch nutzen, um gleich mal ein bisschen mehr Sauerstoff zu produzieren. Wobei wir ja Sauerstoff eh schon nicht gerade wenig kriegen. So, wir entfernen hier mal den kleinen Schild. Wir setzen ihn durch den großen. So, das passt jetzt alles. Jetzt produzieren wir tatsächlich auch Sauerstoff in Massen. Ja, sehr schön. Also, damit wäre auch das geregelt. Jetzt natürlich die Frage, was wollen wir hier als Thumbnail nehmen? Ich denke, wir nehmen dafür die Pharma-Produktion. Was wollen die hier eigentlich als Quest jetzt? Ach so, die ist abgeschlossen. Na gut, das können wir dann uns in der nächsten Episode darum kümmern. Hier oben haben wir gerade ein kleines Workforce-Problem, das wir beheben müssen. Yay, das Icon liegt so weit im Norden, dass wir nicht mal einen Tooltip auslösen können. Wow. Okay, das ist natürlich ungeil. Aber auch das ist nichts, was wir nicht hinkriegen. So, Problem gelöst.
So, jetzt ist natürlich das Wetter gerade ein bisschen uncool. Also schauen wir mal, was wir hier soeben auf die Schnelle machen können. Na bitte, es sieht doch jetzt schon mal deutlich besser aus. Ich würde sagen, dann nehmen wir auch gleich das hier. Und Print Screen! So, und ich würde sagen, damit sind wir auch für heute durch. In der nächsten Episode werden wir ein bisschen anfangen, an Eleanors Luft... nicht Luft, an ihrem Bett zu sägen. Luftbett, ja genau. Ja, an ihrem Bett zu sägen. Das heißt, wir werden da uns die ersten Shares holen. Am besten die, die sie noch gar nicht hat. Vielleicht holen wir uns auch unseren eigenen zurück. Das sollte unser Einkommen auch ein bisschen erhöhen. Und des Weiteren werden wir natürlich die Projekte in der Tundra vorantreiben und auch die anderen Sektorenprojekte. Ja, so machen wir definitiv Fortschritt. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen ist ein Träumchen. Und falls ihr irgendwelche Anregungen habt, Feedback, was auch immer, oder irgendwelche Themen, über die ich reden soll, haut es mir einfach in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr dem Abonnieren-Button ein bisschen Liebe gebt. Und damit verabschiede ich mich für heute und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Ciao!